Treffen mit den Wittelsbachern haben wir Münchner ein großes Meinungsbild voller Urteilskraft, woran man einen guten Monarchen erkennt. Er hinterlässt Baudenkmäler in bestem Zustand, am besten sogar ein neues Museum und einen neuen Konzertsaal. Das trifft alles drei jetzt auf Ferdinand Schmidt zu. Ich glaube, dass man für dieses Engagement der Edith Haberland Stiftung seitens der Stadt und seitens der Bürgerschaft gar nicht genug dankbar sein kann, vor allem dann, wenn man die Alternativvorstellungen kennt, die Investoren, Gruppen oder Fonds oder amerikanische Gesellschaften für dieses Areal entwickelt hatten. Also ein richtig festlicher, erfreulicher Tag heute nach einer langen Durststrecke, einer Durststrecke, die sich fast ein Jahrzehnt lang hingezogen hat seit dem Wegzug der Messe. Das war nicht so einfach, hier eine Nachfolgenutzung zu finden und zu realisieren und zu finanzieren. Aber in der Konstellation mit der Haberland Stiftung ist es geglückt. Und das ist schon ein Anlass, nach so einer langen Durststrecke ein gutes Bier zu trinken. Und in diesem Zusammenhang, hier in dieser Zusammensetzung, darf ich auch sagen, dass ich damit ein Augustiner meine. Bei anderen Anlässen würde mir wieder unzulässig Bescheid werden. Im Krieg ist der Ausstellungspark getroffen worden, aber dieses Gebäude ist immerhin gut 50 Jahre alt und architektonisch ein unverwechselbarer Ausdruck dieser Zeit. Und wer auch noch missglückte Beispiele von 50er Jahre Architektur im Kopf hat, die gab es ja wahrlich in der Nierentischzeit auch, der muss sagen, dass dieses Gebäude, dieser sehr funktionale Konzertsaal mit dem fast festlich inszenierten Foyer ein besonders gelungenes Beispiel der Architektur der 50er Jahre ist. Und deshalb stand ja der Saal, das Foyer, das komplette Gebäude auch unter Denkmalschutz. Und da galt es eben, einen Käufer, einen Investor zu finden, der damit etwas anfangen will. Nicht sich darüber hinwegsetzen, was eigentlich in diesen Räumen sein sollte, sondern aufgreifen, was es an früheren Nutzungen gegeben hat. Wobei wir natürlich keine Messeeröffnungen mehr feiern werden, wie so oft in den ersten 4 Jahrzehnten des Gebäudes. Die letzten 8 Jahre der Messenutzung habe ich noch mitbekommen und hier unzählige Messen auf dem alten Gelände eröffnet. Das ist vorbei. Aber die glänzende Akustik dieses Raums kann noch genutzt werden und das optische Erscheinungsbild ebenfalls. Und das hat die Haberland Stiftung ermöglicht. Und mit größter Sensibilität für Fragen des Denkmalschutzes zustande gebracht. Ich denke auch, wer sich noch ganz plastisch an die alten Messeeröffnungen in dieser Kongresshalle erinnern kann, wird keine Unterschiede feststellen, obwohl unglaublich viel investiert und unter Putz an Technik erneuert werden musste, damit es eine heute bespielbare Halle ist und weiterhin zur Verfügung steht. Vorher schon ist der Biergarten eröffnet worden und das Wirtshaus Alte Messe. Ich glaube, dass das fast ein Ausflugsziel oder besser gesagt ein Ziel für Spaziergänge
der Menschen auf der Schwanthaler Höhe wird. Der Biergarten hat sich ja schon blitzschnell etablieren können. Die städtebaulichen Chancen des Messeumzugs sind genutzt worden. Und der krönende Abschluss ist heute dieser denkmalgeschützte Saal, der übrigens bei dem Stadtgründungstag im nächsten Jahr, wenn wir 850 Jahre Münchner Stadtgründung feiern, wieder eine große Rolle spielen wird. Ich danke der Habermann-Stiftung auch dafür, dass dieser Kongresssaal ein Spielort der Feierlichkeiten für die 850-Jahr-Feier sein wird und das in engem Zusammenwirken mit dem Bezirksausschuss und mit den Menschen aus dem Viertel einen besseren Beweis für die Verankerung im Viertel könnte es nicht geben. Ich sage also ganz kurz Danke an die Habermann-Stiftung, Glückwunsch zur gelungenen Sanierung und alles Gute für die Zukunft dieses Gebäudes, von der nicht nur das Quartier, sondern die ganze Stadt profitieren wird.